Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Heute der neue Song von Fero und Khan. Ich hoffe, ich habe den Namen trotzdem richtig ausgesprochen. Ich weiß es nämlich immer noch nicht gefühlt. Egal. Kommt auf die VDSES Tour und erlebe VDSES live mit Melina, Fero und Khan und anderen. Das geile ist Dame Horse, Digga. Das ist eine Stunde von mir weg, glaube ich, oder so. Klar, ich glaube 20, 30 Minuten mit dem Bus oder so. Geschweige denn, dahin fährt wo das hin von hier aus? Ich weiß es gar nicht. Weil, actually, ich wohne in Bremen. Ich wohne da. Hier, da. Ach, keine Ahnung, scheiße, wo bin ich drauf? Ja, ich gebe mir heute den neuen Song von Fero und Khan, Amor. Oder Amor. Ey, bitte sagt's mir in den Kommentaren, ja, naja, ich, ja, scheiße. Offizielles Musikvideo, VDSES, vor 15 Stunden. Ja, würde ich sagen, labern wir nicht lange, wir gehen direkt rein. Let's go. Ey, Bro, kennst du das, wenn du Angst hast? Ich dachte gerade, ich hab noch meine Musik im Hintergrund laufen. Bruder, da wär ich weg gewesen. Ich schwöre, Bruder, da wär ich weg gewesen, Bruder. Da wär der Kanal weg. Tschüss. Krass. Da wär ich nächsten paar Jahre nicht da. Nein, da hätte ich einfach nur Copyright-Dings. So, ja, ich hab keine Ahnung, wer ist. Wobei Melina, Khan, Fero, ich hab keine Ahnung, wer sie ist. Ist aber, glaube ich, auch egal. Falls es nicht egal ist, wer sie ist, falls das irgendwie eine Rolle spielt für das Video, dann I'm sorry. Ja, I'm sorry. Aber ich würde sagen, wir geben uns das Ding 2 Minuten 36. Stabe rein, let's go. Dass deine Freundin sich in irgendjemand anderen verliebt? Ja, kenne ich. Aber da gibt's nur eine Lösung. Welche denn? Wir töten Amo diesen Hund. Und damit mein Mädchen. Ach so, ja, gut, jetzt verstehe ich den Titel. Ach so, okay. Ach, ja, dieser komische. Ich weiß gar nicht. Amo ist kein Erzengel, ne? Oder ist Amo einer der Erzengel? Es gibt ja Raphael, Michael, Luzifer, Gabriel gibt's auch noch? Oder interpretiere ich das gerade falsch mit einer Serie, die ich gucke? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Amon ein Erzengel ist. Keine Ahnung. Ich werde es irgendwie schon, glaube ich, irgendwie herausfinden. Egal, scheiße. Weiter, rein geht's. Aber ich will nochmal den Anfang an. Aber da gibt's nur eine Lösung. Welche denn? Wir töten Amo diesen Hund. Okay. Tom. Ich wollte Amo töten. Das will ich sehen. Das will ich sehen, wie ihr das macht. Damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amo mitten ins Gesicht. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amo noch bevor er seine Pfeile spitzt. Und damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amo mitten ins Gesicht. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amo noch bevor er seine Pfeile spitzt. Ey, aber ich feier die Gun Sounds im Beat, Alter. Ey, das ist schon wieder. Ey, das sind Beats, die ich feier. Also, wo so Gun Sounds oder Glockenbeat, Chorbeat. Sowas ist geil, Digga. Oder halt so Sad Piano Beats, Alter. Boah, da kann ich stundenlang hören. Ich kann sehen, wie du scheinst für mich. Es gibt keinen wie dich, ja, du scheinst wie ein Licht. Bei uns beiden läuft es immer, nein, wir kennen keinen Streit. Und ich will mich darum kümmern, dass mein Engel nicht weint. Mädchen, du bist super süß, wenn du meinen Jogger trägst. Ich steh durch die Haare und ich seh, wie deine Locken wehen. Mit dir kann ich kuscheln und ich kann auch mit dir zocken gehen. Du trägst mein Shirt bei Nanko AIDS und wir zocken locker Games. Du bist mein bester Freund, meine Lady und mein Chick. Du bist wie mein bester Bro, du machst jede Scheiße mit. Mann, das ist doch echt verrückt, wir haben beide so ein Glück. Ich erschieße diesen Amo, denn ich geb dich nicht zu.
zurück. Und damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amor mitten ins Gesicht. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amor noch bevor er seine Pfeile spitzt. Und damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amor mitten ins Gesicht. Ich hoffe gerade, ich hoffe bei der Seil, nicht Seilrutsche, das ist ja keine Seilrutsche. Scheiße, wie heißt das? Ich wusste mal, wie das heißt. Scheiß drauf, wo die da ins Wasser gesprungen sind. Ich hoffe, ihr hattet eure Handys nicht in eurer in der Hosentasche, ne? Ich hoffe für euch. Wer nervt jetzt? Ich bin ehrlich, das ist halt so ein. Also es kommt mir so rüber wie so ein. Ja, nicht ganz sad-mäßig, aber so. So in die Richtung Sad Piano Type Beat, so in die Richtung. So kommt es mir halt, so kommt es für mich halt gerade rüber. Ich schätze mal, hört sich eigentlich ganz anders an. Ich glaube, das liegt eher an den Kopfhörern, die ich gerade benutze. Ich muss mir nämlich erst ein neues Headset kaufen. Gar kein Bock. Aber ja, keine Ahnung, es kommt für mich halt so rüber, als wäre es so ein Sad Piano Type Beat. Ja, von daher klingt geil, ja. Ich bin ja ehrlich, ich bin ehrlich mit euch, ich liebe solche Sad Piano Type Beats und generell so Sad Beats, so. Okay, ich will den ganzen Tag anhören. Wirklich, ich kann den ganzen Tag anhören. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amor noch bevor er seine Pfeile spitzt. Ist das wirklich echt? Kann es wirklich wahr sein? Du bist um mich rum, fest umschlungen wie ein Armreif. Du schläfst in meinem Arm ein und weißt, wo dein Zuhause ist. Genieße jeden Augenblick, in dem ich mit dir draußen sitz. Oder waren das Zweckreime auf anderem Level angelehnt? Das waren ja fast schon Zweckreime auf Echo Fresh angelehnt, Digga. Nee, aber war das eine mehrere Reimkette? Ich weiß es gerade gar nicht, warte mal. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amor noch bevor er seine Pfeile spitzt. Ist das wirklich echt? Kann es wirklich wahr sein? Du bist um mich rum, fest umschlungen wie ein Armreif. Du schläfst in meinem Arm ein und weißt, wo dein Zuhause ist. Genieße jeden Augenblick, in dem ich mit dir draußen sitz. Digga, was sind das für Reime, Alter? Junge, was ist das für eine geile Reimkette? Scheiß die Wand an, was ist das für eine geile Reimkette gewesen? Stabil, Digga, no joke. Boah, was ich aber fühlen würde, also komplett egal von wem und so, ne, komplett egal, aber so ein, weiß ich nicht, so ein Double Time Part, so, keine Ahnung, das würde ich halt mies fühlen. Mich würde mal interessieren, ob wer alles bei VDSES so in diese Double Time Richtung kann, so, ne? Wer das so kann, ne? Das würde mich halt echt mal interessieren, ne? So, wer alles so diese doppelte Geschwindigkeit von Silben, ne? Wer das alles kann. Das würde mich echt mal interessieren. Das würde bestimmt fett geil klingen, Alter. So, weiß ich nicht, komplett halt die Leute, von denen man schon Musik kennt und so. Und dann halt so aus so einer, weiß ich nicht, aus so einem Double-Time-Collection-Ding oder so, weiß ich nicht. So, dass die ein Song und dann jeder ein Part oder so, weißt? Und dann halt komplett durchgerattert im Double-Time, ne? Ey, ich bin ehrlich, ich würde sogar mitmachen dann. Weil generell diese Double-Time-Sachen und so, das feiere ich übelst, aber diese ganze Autotune-Kacke und so, das, generell diese ganze Autotune-Dingens ist ja gefühlt alles im Moment, ne? Also man braucht eigentlich gar nicht mehr so auf richtig Rap hoffen, ne? So gefühlt alles, was im Moment Rap ist, ist Schlager, kann man fast eigentlich schon sagen. So, deswegen viele wechseln jetzt das Genre, viele machen jetzt ja hier diese ganzen Techno-Kram, hier Shiagu zum Beispiel mit Friesenjungen hieß das Lied, keine Ahnung. Oder halt den ganzen anderen Sachen, das geht halt eher so in die Richtung Techno-Hip-Hop-mäßig, ne? Hip-Hop-Techno und sowas. Oder wo wir jetzt so richtig noch, richtig so die alten, diese OG-Rap
Zeilen, Parts, Beats und sowas kriegen könnt, ist halt wirklich von Farid. Von eben seinem vierten Album, also von der vierten Album-Dingens, ne? Hier Asphalt Massacre 4. Da bin ich auch fett gespannt, was da noch kommt. Ne, geschweige denn, es kommt noch überhaupt was. Man weiß es ja gar nicht, glaube ich. Ich verfolge ihn nicht unbedingt auf Instagram. Ich bin selten auf Instagram unterwegs. Wenn dann eigentlich nur morgens und abends, mal zu gucken, was los ist. Und sonst eigentlich gar nicht über den Tag. Aber darum geht's nicht. Ja, trotzdem muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist ein echt cooles Lied. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie es klingt, wenn die Leute von VDSES tatsächlich mal auf so einen Double-Time-Part machen. Ich bin ehrlich, da würde ich auch was einschicken, wahrscheinlich, ne? Würde ich mal so, ne, auch was draufballern auf den Beat dann. Wenn man die Chance hat, ja? Wenn ich die Chance hätte, da irgendwie was auf dem Beat mit drauf zu hauen, Alter, dann würde ich da sofort was rüberpacken, ja? Direkt eine E-Mail schreiben, hier, bitteschön, mein Part, bitte, fertig, danke. Und ja, aber alles gechillt. So, wir gehen weiter an den Song. Wir haben nämlich noch ein bisschen, ja, knapp unter einer Minute haben wir noch. Deswegen, ich laber schon wieder viel zu lange. Girl, wir wollten beide mal was Richtiges. Ganz egal was ist, ich will einfach, dass du glücklich bist. Yeah. Sie sollen mich alle nur naiv nennen, doch ich will nicht zurück. Ich hab mich für dich entschieden. Yeah. Scheiß auf Worte, weil nur Taten zählen. Weil manchmal reicht es auch, sich einfach in den Arm zu nehmen. Würde dich mit keinem teilen, nicht mal ein kleines Stück. Ich erschieße diesen Amor, gib mein Mädchen nicht zurück. Und damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amor mitten ins Gesicht. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amor noch bevor er seine Pfeile spitzt. Und damit mein Mädchen keinen anderen Boy erwischt, schieß ich diesem Amor mitten ins Gesicht. Baby, denn ich lieb nur dich. Ich erschieße Amor noch bevor er seine Pfeile spitzt. Die Werbung sei gegönnt. Die Werbung sei gegönnt. Oh, geiles Lied. Kann man nichts anderes zu sagen. Leute, gönnt euch das Ding. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Was auch immer ich für Blödsinn dann hochlade. Ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Man sieht sich. Tschüssi. It's cold. His lungs are